Es hätte so gut werden können. Der Star Trek Klingon D7-Schlachtkreuzer in getarnt, quasi unsichtbar. Kommt mit 580 Transclear-Teilen für 34,95 €. Damit hat das Ganze exakt den gleichen Preis wie die ungetarnte Version. Der einzige Unterschied ist, dass es hier keine bedruckten Teile gibt. Keine stimmt nicht ganz. Das Schild ist hier auch bedruckt, aber die Drucker an dem Raumschiff, die fehlen. Ist ja klar, soll ja auch getarnt sein. Mit exakt den gleichen Teilen meine ich, dass das Schiff genau gleich aufgebaut ist, so dass ihr die Möglichkeit habt, beide untereinander zu mischen. Und habt so die Möglichkeit, das Ganze so darzustellen, als wenn das Schlachtschiff sich gerade tarnen möchte. Außerdem bekommt ihr eine Anleitung wie üblich bei allen Blue Bricks Pro Modellen mit 38 Seiten und 49 Bauabschnitten. Kommen wir nun zur Qualität. Die Steine sind nicht ganz durchsichtig und haben leichte Kratzer, aber im Ganzen, wenn man alles aufbaut, fällt es nicht weiter auf. Unglaublich ist wirklich die Klemmkraft. Alle Teile haben wirklich wunderbar gehalten. Es gab nicht ein Teil, was nicht halten wollte. Nur bei der Konstruktion gab es leider ein Problem. Die Flügel sind zu schwer, um an 6 Noppen zu halten. Es liegt aber nicht an der Klemmkraft von den Steinen, sondern leider einfach an der Konstruktion. Und das ist echt schade, denn